Den Launcher? Ich konnte ja auch Ewigkeiten nicht über in den neuen Launcher spielen. Weil er wegen Java einfach schlichtweg nicht gestartet hat. Das muss man sich erstmal vorstellen. Weil er nicht genügend Arbeitsspeicher auffinden konnte. Weil bei der Exe anscheinend im drin stand ja von dem Launcher 1 GB Arbeitsspeicher verwenden. Ja, das ist, wenn man das Gigabyte nicht verwenden kann, weil Java dumm ist auf dem Computer, ja super. Dann kriegst du das Spiel gar nicht erst zum Starten. Das war schon eine Zeit lang ziemlich deprimierend. Aber was willst du machen? Du kannst ja nichts dagegen unternehmen. Wenn ein Spiel nicht läuft, dann läuft es nicht. Dann kannst du da überhaupt nichts dagegen tun. Und, boah. Vor allem nicht, wenn es an so was dir sowas externem liegt wie Java. Boah. Du bist als Endnutzer etwas chancenlos. Wenn du dann da versuchst, was zu fixen. Und ich meine, der Trick mit der Batch-Datei, das hat ja alles immer super funktioniert. So lange, bis halt der neue Launcher kam. Weil mit dem war es dann schlagartig aus damit. Weil den konnte man über den Trick mit der Batch-Datei nicht mehr öffnen. Das hat einfach nicht funktioniert, weil der Launcher ja sich so halt nicht öffnen ließ mit einer Batch-Datei. Und von dem her konnte ich immer nur bis zur Version 1. Was war die letzte Version, die auf dem alten Launcher gelaufen ist? 1.5, glaube ich. Weil dann seit Pferde-Update musste man dann den neuen Launcher nehmen und ja. Den konnte ich ja nicht nutzen am Anfang. Oh wow, jetzt habe ich mich, glaube ich, angespannt. Ne, ich komme noch raus. Hier komme ich noch raus. Da seitdem muss ich halt muss ich dann immer mit dem alten Launcher spielen. Das hat natürlich auch immer super funktioniert. Und ja, bei dem sind halt regelmäßig immer die Welten zerfetzt worden. Was natürlich wahrlich auch nicht gerade optimal war, ne? Wenn sie die Welten zerfetzt. Nein, wir haben schon wieder einen großen Baum gekriegt. Verdammt. Das war wirklich tatsächlich die erste Minecraft-Welt, die ich dann auf meinem Account gemacht habe. Da warte ich unbedingt immer noch den Wunsch, alles aus Sandstein zu bauen. Habe ich dann an einem See niedergelassen, habe den dann wirklich den Sand komplett leer geschaufelt, weil ich mir dachte, ja, Sandstein ist ja auch irgendwie in der Form von Gestein. Das ist kriegersicherer als Holz. Ich glaube, das ist gar nicht so, aber naja, nachdem man sich Sandstein halt craften konnte, ohne eine Spitzhacke zu machen, sondern das halt Sandstein kannst ja relativ schnell zusammen, ne? Sander bauen und verkraften, dann geht das. Ging das halt dann auch relativ schnell. Und ja. Von dem her, so war das halt. Aber die Welt hat es dann, als ich dann eine Burg. Lustigerweise habe ich dann auch eine Burg gebaut, allerdings eine Burg mit einem anderen Hintergrund. Die Burg sollte als Villager Eisengolem-Farm dienen. Das hat dann auch irgendwann, glaube ich, sogar funktioniert. Als ich auch darauf gekommen bin, dass die Türen an Tageslicht angeschlossen sein mussten, damit es läuft. Danach ging es lustigerweise auch, ja. Sollte man nicht für möglich halten, aber das hat dann tatsächlich funktioniert. Und dann wollte ich einen pistenlosen Tiefflip-Flop bauen mit den Repeatern. Das war ein ganz neues Feature in dieser Minecraft-Version. Und in dem Moment, als das Signal schräg in den Repeater kam, hat es Wump gemacht und die Welt war unwiderruflich kaputt. Ich hatte kein Backup von ihr. Das ist der Moment gewesen, an dem ich dann wirklich angefangen habe, regelmäßig Backups zu machen.
Und dann auf einer anderen Welt, die ich hatte, war dann tatsächlich, also sogar den Chunk, der fehlerhaft war, der war direkt bei mir. Da habe ich sogar noch reingeguckt und mir gedacht, oh, das sieht nicht gut aus. Aber konnte dann erstmal weiterspielen. Es hat tierisch geleckt in der Nähe, diese Chunks, weil der Chunk war ja nicht mehr da. Man konnte da drin auch nichts setzen. Blöcke sind einfach instant verschwunden. Ja, und dann irgendwann kam der Moment, wo dann die Welt genau den gleichen Fehler ausgespuckt hat wie die erste. Meine erste Minecraft-Welt als Richard von Gili. Und ja, das lag alles daran, wahrscheinlich, also denke ich mir, weil da hatte ich keine komische Redstone-Konstruktion. Da habe ich einfach nur Birken angepflanzt, um sie dann zu farmen. Ich habe das Gefühl, das hing wirklich damit zusammen, dass ich so wenig Arbeitsspeicher verwenden konnte auf dem Laptop. Und ich mich halt auch damals, weil ich absolut kein PC-Experte bin und auch damals nicht war. Und ich keine Ahnung hatte, wie ich das reparieren soll. Insbesondere, dass ich hatte zwar von dieser Welt eine Sicherheitskopie, aber nachdem ich wusste zwar, dass es die Möglichkeit gibt, einzelne Chunks zu ersetzen mit so einem Tool, aber ich habe es, glaube ich, gar nicht probiert, dieses Tool überhaupt auf meinem PC anzuwenden. Oh je, das ist jetzt ungut. Versuche noch so viel wie möglich von diesem Baum zu retten. Sag mal, wie lange brennt man denn bitte? Ist ja auch sehr cool, dass das Feuer so weit über mir ist, wenn ich brenne. So. Ich befürchte, nachdem wir jetzt schon eine Stunde lang am Stück spielen können, ich eigentlich mal stark davon aus, dass die Welt wieder läuft. Also ich hoffe es zumindest jetzt erstmal. Davon ausgehen kann man ja eigentlich nicht wirklich. So, das Lustige ist ja, dass man hier der Stelle eigentlich gar nicht so es machen kann, wie ich es gerade mache. Muss ich tatsächlich noch ein bisschen weiter runter gehen. Fast sagen so auf die Höhe. Und ja, das ist jetzt sogar noch ein bisschen niedriger als die Höhe auf dieser Seite hier. Wie gesagt, die Burg soll ja nicht symmetrisch sein. Klar, die einzelnen Segmente teilweise wären schön, wenn sie es am Ende dann sind. Symmetrisch. Aber eine Burg kannst du. Wenn man eine Burg symmetrisch baut, ist doch total unauthentisch. Gut, also das hier ist jetzt wirklich auch nicht so toll, aber. Okay, ich glaube, ich baue es doch auf die gleiche Ebene. Das ist irgendwie doch besser. Was hier vorne eigentlich nicht so schön ist, wenn das auf der Höhe tatsächlich ist. So.
So, Lella. Das ist so falsch. Das kann ich so nicht unterstützen. So ist das doch schon mal viel besser. Jetzt haben wir auch hier mal wieder ein bisschen. Warte, komme ich hier überhaupt hoch? Nee, komme ich gar nicht. So, da. Tak, 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 zack, 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 zack. Und hier machen wir dann das hier noch zu einem Holzsegment. Weil diese Holzringe dann einfach sehr schön aussehen. Ob es innen drinnen sinnvoll ist? Innen drinnen ist nicht sinnvoll, weil da beginnt der Turm erst ab der Höhe. So. Jetzt muss ich hier erstmal den Erdstift wieder abbauen, mit dem ich mich da hochgebaut habe. Weil der ist echt unästhetisch. So. So, lala. Das wird doch schon schön hier. Na klar, hilft man der Schönheit des Geländes hier und da auch mal nach. Aber hey, das ist Minecraft. Das gehört doch dazu. Derjenige und diejenigen, die von euch zu Hause einen Garten haben, die wissen, wovon ich rede. Wenn man sagt, das Gelände möchte ich eigentlich immer noch so ein bisschen anpassen. Ah ja, stimmt, ein bisschen scharf gewesen. Du gibst mir ja Wolle. Und man kann sicherlich jetzt hier sagen, was man will davon, aber es sieht doch schöner aus, wenn die Mauer nicht ganz so hoch ist. Quasi so wie jetzt. Doch viel angenehmer für die Augen. Vor allem sieht es ja nicht ganz so krass künstlich aus, wie es ja eigentlich ist. Denn wir wissen ja alle, dass der Berg absolut anders aussah, als es durch die Burg vermutbar ist. Bevor ich hier weggehe, erstmal speichern. So.